Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Es ist wieder passiert! Bevor das Let's Play losgeht, hier noch eine kleine Überraschung. Das ist mein zweiter Monitor. Hallo! Und das ist der Björn. Und ja, wir stehen hier gerade und mir ist der komplette Monitor eingerissen. Komplett hier unten. Wir probieren ihn gerade zwischen der damit ich jetzt für euch ein mega geiles Let's Play aufnehmen kann. Mach die Mucke an! Oh. Und es ist der Björn Young Racer! Jo! Jetzt lass mal los. Es hält. Oh, Alter! Der hält. Boom. Der Monitor hält. Dann kann es ja losgehen. Mit dem Pyongyang Racer. Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Gerade ist mir noch mein zweiter Monitor umgestürzt, weil erstmal irgendwie das Stativ unten gebrochen, der Träger. Und dann hatte ich hier den Salat, hat das so ein bisschen provisorisch wieder aufgestellt und plötzlich ist es komplett runtergekracht. Deswegen dieses unglaubliche Intro vor einem unglaublichen Spiel und zwar dem Pyongyang Racer. Nichts geringeres als das erste Computerspiel aus Nordkorea. Ein Land, wo die meisten von euch sicherlich wissen, das wird von einem Diktator beherrscht. Kim Jong-un ist gerade an der Reihe, der Gute. Ja, und die haben es tatsächlich gebracht, ein Computerspiel zu machen. Es ist eins erschienen tatsächlich und das ist auch schon ein bisschen älter. Ich bin allerdings jetzt erst drauf gestoßen und ich denke, viele von euch werden diesen Ausnahmetitel auch noch nicht kennen, ja. Es ist auf jeden Fall echt ein witziges Spiel. Ich will gar nicht lange um den heißen Brei reden, ja. Wir legen einfach mal los. Mega krasser Beat. Die Musik ist wirklich gewöhnungsbedürftig, ganz klar. 3, 2. Oh, ich nehme mal die Maus aus dem Bild. Wie gesagt, im Browser spielbar. Hier weiter unten haben wir aber auch nichts. Da kann man rumscrollen. Da sieht man nochmal, es ist von einer unglaublichen Firma, Nosotech oder so heißen die, die das hier hergestellt haben. Und es wurde von einer chinesischen Firma gepublished, die unter anderem auch Tourismustouren nach Nordkorea anbietet. Und jetzt hier, so sieht Pyongyang angeblich aus. Ja? Und es gibt auch Prachtstraßen in Pyongyang, muss man sagen. Oh, da ist eine nette Lady. Oh, ich hätte diese Barrels einsammeln sollen, glaube ich, diese Fässer. Und jetzt waren wir schon 24 Sekunden in Pyongyang. Das Spiel ist natürlich grafisch sensationell, atemberaubend, aber es ist ein Browserspiel, war einfach. Ne? Man kann hier also lang racen, diese schöne Ortschaft erkunden. Und ihr wisst ja, ich will jetzt gar nicht politisch werden groß in diesem Video. Aber Südkorea und Nordkorea, die liegen schon wohl seit ein paar Jährchen im Twist. Ne? Da gab es ja in den 50er Jahren Nordkorea-Südkorea-Krieg. Und seitdem wird halt, wie gesagt, Nordkorea von einem Diktator beherrscht, der leider Gottes ziemlich strenge Gesetze verfolgt und im Prinzip auch ein bisschen macht, was er will. Ja, so muss man das ja leider Gottes sagen. Aber umso spannender ist es natürlich, ein Land, ein Computerspiel aus diesem Land zu sehen. Und ich würde ja auch mir gerne mal Pyongyang anschauen. Racen war mal nicht so hart hier gerade. Steuerung auch sehr, sehr... Alter, schön. Ah, ich bin auf der Wiese gefahren. Das geht scheinbar nicht. Dann ist man schon out of game. Also verlasse bloß niemals die Rennstrecke. Hä? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Bin auch gerade noch voll on the Street gewiggelt, yo. Oh, do not hit cars or vans. Also auf jeden Fall eine englische Variante des Spiels. Oh, ich bin gerade, habt ihr gesehen, mit dem Heck im Grün gewesen, aber nicht aus dem Spiel ausgeschieden. Also, das ist verboten. Wenn wir dreimal erwischt werden von dieser netten Polizistin, also wenn die Polizistin da so aussehen, sollten wir vielleicht doch mal hinfahren, oder? Nordkorea? So, und das ist doch bestimmt ein Sightseeing-Spot hier. Ja! Yeah. You're sliding along nicely. Was ist denn das jetzt? Habe ich gar nicht drauf geachtet gerade, ehrlich gesagt. Vielleicht können wir das mal. Aber ich gucke mir jetzt ein Video nochmal an. Alter, wie schnell man hier aus dem Game raus ist. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Hier gibt es auch coole, habe ich gesehen, ziemlich coole. Was? Nur weil ich auf der anderen Straßenseite war und mir das Plakat anschauen wollte, muss hier wirklich alle Fahrregeln betrachten. Und hier sieht man so ein kleines Propagandaplakat, mal schön, wie das so in Nordkorea aussieht. Oh, die Kamera hat ganz komisch geswitcht. Das war natürlich die Kamera schon. Ah, da sieht man auch den Racetrack. Wir können es ja einmal umfahren. Was haben wir denn hier? Ah, das Pyongyang Gymnasium. Mhm. Auch nicht schlecht. Es gibt scheinbar 11 Sightseeing-Orte. Boah, die Musik ist echt krass. Erinnert so ein bisschen an so Mario Kart. Ist aber ja auch ein bisschen so Mario Kart Kart Racer. Kann mir doch keiner erzählen, dass sie da in Nordkorea nicht schon Mario Kart heimlich gezockt hätten. Irgendwie Japan ist ja nicht weit. Oh, da waren wieder richtig coole... Oh, jetzt ein Kreisverkehr. Kann man hier nicht abfahren? Komm, ich will mal... Oh, der Sprit geht aus, Alter. Oh. Ich hab doch gerade... Nee. You stop for bad driving? Aber ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch gar nichts Schlimmes gemacht. Geht das eigentlich nur weiter wegen der coolen Musik? Boah.
Oh. Das ist Proton Gate, alles klar. Ist ja wirklich, kann man sich auch anschauen. Oh, was ist das denn da hinten? Ryugyong Hotel. Ah, das ist ein Hotel. Ich will wissen, was das für ein Haus ist hier. Alter, ist die Steuerung scheiße. Nein. Oh Gott. Wir werden dann wieder auf den Rasen gefahren. Der Acrobatic Circus. Wahnsinn, das kriegen wir nicht angezeigt. Oh, Grafikfehler. Ich habe euch erwischt. Boah, Alter, jetzt bin ich aber richtig hier. On fire, habt ihr gesehen, ey. Way. Hä? Eben hat das geklappt. Man kann, aber mal gucken, wie lange man auf dem Rasen bleiben kann. Yo, Gangster. Oh. Sag nicht, die haben einen Triumphbogen. Ja, das ist ein bisschen so wie die DDR und Deutschland gewesen früher mit Nordkorea und Südkorea. Turn left. Okay, ein Turning. Alter, die bewegen sich gar nicht, die Karren, oder? Was ist das für eine Kamera jetzt? Oh Gott, gleich bin ich wieder out of game. Boah, bin ich ein harter. Guck mal, wie krass ich hier fahren kann, ey. Ah, hier. Nee, ist das schön. Kann man leider nicht die Maus drehen, um da mal zur Seite zu gucken. Deswegen muss ich das ganze Auto drehen. Aber guckt euch das mal an hier. Pyongyang, ey. Pyongyang Style. Yo, gleich geht's hier in die Hood, Leute. Oder auch nicht, yeah. Oh, was ist das? Das will ich jetzt auch noch wissen, was das ist. Ja, Video ist natürlich ein bisschen zusammengeschnitten worden, ganz klar. Aber ein paar spektakuläre Szenen erspart, wie wir da 5 Stunden lang weiter die Straßen runterfahren. Denn die Strecke ist schon recht lang, ne? Muss man ja mal sagen. Boah, verpasst. Ist das eigentlich Mercedes oder was soll das für... Die Steuerung ist gerade... Wie soll ich... Man kann die Kamera halt auch nicht drehen. Die dreht sich halt so, wie sie will. Das kann nicht sein, dass ich das nicht bekomme. Tower of YouTube Idea. Und das kann ich nicht mal angucken, weil man nicht hier nach oben oder unten gucken kann. Boah, nein. Sag nicht, ich habe gleich keinen Tank mehr. Komm schon. Oh, was für ein Glück, Alter. Wow. Okay, weiter geht's. Oh yeah. Ich habe gesehen, hier gibt's noch ein bisschen was. Und hier ist eine Brücke. Die wir natürlich auch ownen wollen. Boah, Alter. Ich kann nicht kommen mit dir. Alter, geil, da habe ich es mit dem Heck noch bekommen, denn wir brauchen dieses Spritfass unbedingt. Um über diese geile Brücke zu fahren. Sieht echt aus, ein bisschen wie so ein Spiel. Ja, von 1988 oder 19. Obwohl, nee. So, dann haben wir Anfang der 90er. So, den Grafikstyle hat es ein bisschen. Warte mal, ich race hier wieder viel zu schnell durch, Leute. Oh. Kuwait. Was hat er geschrieben? Das, da hinten das Hotel, meinten sie. Nicht das Ding hier. Wo der Typ da mit der Toilette rausschreit. Oh nein! Ich komme wieder vom Weg ab. Oh nein! Ah, oh, der Text war zu schnell weg. Oh Gott, gleich bin ich wieder out of. Ich muss mir dieses Barrel holen. Irgendwie. Aber mit dieser Kamera ist das eine Katastrophe. Gott, schaffen wir es noch? Oder werde ich scheitern? Nein! Das ist doch ein Witz, ey. Kriege ich. Am besten ist es wirklich, in den Rasen zu fahren, weil die Steuerung so unglaublich schlecht ist. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Spielt es mal selber. Und dreht euch dann mal, probiert mal so ein Auto einzuparken oder so. So, right, ich hoffe, ich war ja richtig, right. Bin on the right way, 9 von 11, Alter. Wir haben es gleich geschafft, endlich. Puh, endlich. Okay, da vorne gibt es noch ein Fass. Ich brauche jetzt wirklich jedes Spritfass, um das hier zu überstehen. Boah. Ey, so langsam habe ich es drauf, oder? Und jetzt gibt es eine richtig krasse Kurve. Ah, ich habe die Hupe, habe ich auch gar nicht gesehen. Eine dicke Hupe hier. Oh. Yeah. Nur noch ein Leben über, ey. Was ist denn das da? Warum wird mir da nichts angezeigt? Ich will wissen, was das ist. Ich fahr da jetzt lang. Okay, da nicht. Ich fahr da nicht lang. Kann ich mal die Straße geradeaus fahren? Man wird hier wieder neu reingespawnt. Okay, jetzt. Grand People Study House. You made it! Not the fastest, but you got there. Your time was 10 minutes, 2 seconds. Ja, schön. Also wir haben natürlich auch... Oh, fuck, ich habe nicht alle gesehen. Ich habe eins verpasst. Oh nein, und ich habe 5... Oh nein, ich habe 5 Petrol Drums. Petrol Drums, also diese Barrels, ne, mit dem Sprit drinne, ne, habe ich verpasst. Naja, das war auf jeden Fall das wunderschöne Spiel aus Nordkorea. Der Pyongyang Racer, kleines Minigame für zwischendurch. Um es euch einfach mal zu zeigen. Ich hoffe, das Video war ganz unterhaltsam. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Und wollt ihr mehr solche kleineren Games sehen, schreibt es in die Kommentare. Bis dahin.